den Vorteil, dass die Uni Mannheim da die kostengünstigste eigentlich ist. Da würde ich doppelt mal überlegen, ob man an die Uni Mannheim geht. Die Universität in Deutschland, wo man am schwersten reinkommt. Das verpflichtende Auslandssemester. So ab 1,8 ist es eigentlich fast unmöglich, dann noch reinzukommen. BWL studieren an der Uni Mannheim, lohnt sich das? Das wirst du in diesem Video lernen. Wir werden dir einen Überblick geben, wie das BWL-Studium an der Uni Mannheim abläuft. Wir werden dir Tipps geben, wie du dich dort bewerben kannst, wann du ein Auslandssemester machen kannst. Und wir werden dir abschließend auch ein Fazit geben, ob wir dir ein BWL-Studium empfehlen würden, wenn du eine Karriere machen möchtest in Investmentbanking, Strategieberatung, Private Equity etc. Vielleicht ein, zwei Sätze zu uns. Warum können wir dir dazu etwas erzählen? Wir sind Jonas Steg und David Döbele. Wir sind Gründer der Pumpkin Careers GmbH. Wir unterstützen aktuell mit knapp 18 Mitarbeitern hier aus unserem Standort in Frankfurt über 850 Studierende aus der gesamten Dachregion mit unserem Coaching-Programm beim Berufseinstieg in Investmentbanking, Strategieberatung, Private Equity etc. Viele von unseren Coaching-Teilnehmenden studieren beispielsweise auch an der Uni Mannheim. Das heißt, wir kennen uns A, sehr gut mit der Uni Mannheim an sich aus, wissen, wie man dort beispielsweise auch sehr gute Noten schreibt, und B, kennen wir uns auch sehr gut aus mit dem gesamten Karrieremarkt. Wir kooperieren mit sehr vielen führenden Beratungshäusern, Banken, M&A-Beratung, Private Equity Funds etc. Das heißt, das, was du hier in diesem Video hören wirst, das kannst du sehr gut nutzen, um zu entscheiden, ob sich die Uni Mannheim für ein BWL-Studium, für eine sehr gute Karriere lohnen kann. Damit würde ich vorschlagen, Jonas, gibst du uns auch erstmal eine Introduction zur Uni Mannheim. Ja, genau. Also die Uni Mannheim mit Sicherheit so die, oder gilt unter vielen so als die führende staatliche Universität. Das liegt man, oder sieht man auch an dem NC, der gemeinhin natürlich kein klassischer NC ist, gehen wir später nochmal drauf ein. Aber wenn man das wirklich auf die Abiturnote runterbricht, auf jeden Fall der anspruchsvollste ist und damit auf der Ebene die Universität in Deutschland, wo man am schwersten reinkommt. Das spiegelt sich aber natürlich auch wieder in der Studierendenschaft, die entsprechend ambitioniert ist, spiegelt sich wieder in diversen Initiativen und so weiter und so fort. Das sind ja dann alles noch Themen, wo wir dann später nochmal detaillierter darauf eingehen werden. Genau, die Uni Mannheim, die gibt es seit 1907, wurde ursprünglich unter anderen Namen gegründet und wurde dann 1967 zur Universität umbenannt. Es gibt insgesamt an der Uni Mannheim ca. 12.000 Studierende, das heißt, du kannst dort auch viele andere Studiengänge studieren. Es gibt neben BWL auch andere Wirtschaftsstudiengänge, wie zum Beispiel VWL, wie Wirtschaftsinformatik, wie Wirtschaftsrecht. Wir konzentrieren uns jetzt hier in erster Linie für den BWL-Studiengang, aber viele der Punkte, die wir auch ansprechen werden, kannst du auch genauso auf die anderen Studiengänge übertragen. Ja. Genau. Wie läuft das Studium an der Uni Mannheim ab? Also Regelstudienzeit an der Uni Mannheim sind 6 Semester. Das ist relativ üblich an den meisten staatlichen Unis fürs BWL-Studium. 6 Semester. Du hast 3 Semester Grundlagenunterricht, was für alle mehr oder weniger gleich ist. Und danach wählst du einen Schwerpunkt aus. Was an der Uni Mannheim anders ist als an vielen anderen staatlichen Unis, ist das verpflichtende Auslandssemester. Ja, das 5. Semester ist ein Auslandssemester. Da kannst du wählen, an einer von über 200 internationalen Hochschulen ein Auslandssemester zu machen. Und das ist verpflichtend. An vielen anderen Unis, vor allem staatlichen Unis, ist das Auslandssemester nicht verpflichtend. Ist allerdings jetzt kein alleiniger Pluspunkt für die Uni Mannheim, so viel dazu. Wenn du an einer anderen staatlichen Uni studierst und sagst, du willst ein Auslandssemester machen, dann kriegt man das in den meisten Fällen auch organisiert. Das heißt, das jetzt bitte nicht sagen, okay, ich gehe an die Uni Mannheim, weil da kann ich ein Auslandssemester machen. Das kannst du auch an sehr vielen anderen Unis machen. Ja, genau. Also was, glaube ich, ein bisschen einzigartiger ist, ist dann der Startzeitpunkt auch. Also du kannst nur zum Wintersemester starten. Das macht auch teilweise, wenn du durch Klausuren fällst oder sowas, ist alles ein bisschen schwieriger teilweise. Die Semesterzeiten sind auch ein bisschen anders. Also das Studium startet im September und geht dann bis Jahresende, und dann beginnt das neue Semester wieder Mitte Februar und geht dann halt bis in den frühen Sommer. Genau, das sind die internationalen Semesterzeiten. Also das ist ja von Vorteil für die Auslandssemester etc., weil du gleiche Semesterzeiten hast, aber ist nicht so wie an den meisten staatlichen Unis. Genau, wobei auch da ehrlicherweise, also viele, die bei uns im Programm sind, je nachdem, wo du hingehst, kann es auch sein, dass du dann zum Beispiel zwischen dem 4. und 5. Semester auch kein Praktikum machen kannst. Also perfekt synchronisiert ist das dann auch nicht immer. Aber grundsätzlich ist das erstmal teilweise auch ein Vorteil. Das Studium ist sowieso relativ international ausgerichtet, also du hast relativ viel auch auf Englisch verhältnismäßig. Gerade gegenüber den anderen staatlichen ist das mit Sicherheit was die Uni Mannheim auszeichnet. Ja. Genau, sonst so grundsätzlich ist es mit Sicherheit so, dass die Uni Mannheim einen sehr, sehr guten Ruf genießt.
im Allgemeinen, also auch für Konzern, Startup-Karrieren und so weiter, besitzt sie das. Im Spezifischen, aber auch gerade in den Bereichen wie Strategieberatung, Investment Banking, Private Equity, ist es auf jeden Fall so, dass die Uni Mannheim da auch beispielsweise in unseren Reports sehr, sehr gute Zahlen liefern kann. Ja, also in unseren Reports, wir können ja einmal so die Zahlen vorlesen. Das heißt nicht, dass das das nicht alle umfassen oder sonst was, aber wir haben ja Reports gemacht, wo wir alle LinkedIn-Profile von Leuten analysiert haben, die zum Beispiel bei den Top-Investmentbanken eingestiegen sind, in Frankfurt, in London oder bei den Top-Strategieberatungen in der Dachregion, haben dort geschaut, okay, wo haben diese Leute studiert? Und aus dieser Stichprobe, und das ist schon ja nicht allumfassend, aber da sind schon sehr viele Leute drin in dieser Stichprobe, haben wir von 2019 bis 2021 acht Leute, die nach dem Master an der Uni Mannheim im Londoner Investmentbanking eingestiegen sind und sechs Leute, die im Frankfurter Investmentbanking nach dem Master eingestiegen sind und vier Leute, die nach dem Bachelor im Frankfurter Investmentbanking eingestiegen sind. In der Strategieberatung sind es nochmal deutlich mehr, da haben es sechs nach dem Bachelor geschafft und 106 nach dem Master. Ja. Ich würde mal sagen, die Grauziffer ist nochmal ein bisschen höher. Es wird wahrscheinlich noch einige Leute geben, die irgendwie nach dem Bachelor den IB-Einstieg geschafft haben, die jetzt nicht in unserem Report gelandet sind. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es gibt regelmäßig Leute von der Uni Mannheim, die den Einstieg schaffen bei einer ganz führenden Investmentbank hier in Frankfurt oder auch bei einer Strategieberatung. Und dementsprechend gibt es auch viele Firmen, die dort Workshops machen, die dort rekrutieren. Ja, also wirklich die Bulge Brackets, die Top-Strategieberatung etc. Die sind alle regelmäßig an der Uni Mannheim vor Ort. Es geht beispielsweise auch über die studentischen Initiativen. Ja, also an der Uni, da hat die Uni Mannheim auf jeden Fall einige sehr, sehr gute Initiativen, die teilweise auch überregional aktiv sind, also in Richtung so alles, was so Banking, Finance-Themen angeht. Das ist AK Börse auf jeden Fall. Da macht einen sehr, sehr guten Job, hat auch sehr gute Kooperationspartner. Schon studentischer Unternehmensberatung gibt es vielleicht auch eine studentische Unternehmensberatung. Dann gibt es irgendwie eine Gründungsinitiative, die auch sehr, sehr gute Kontakte irgendwie nach Berlin hat und so weiter und so fort. Also da gibt es praktisch für jedes Interessengebiet gibt es da sehr, sehr gute Möglichkeiten, das wirklich auch nochmal zu vertiefen und dann halt wirklich diese Top-Berufseinstiege sehr stark zu forcieren, weil vielleicht nochmal kurz ergänzend, was du vorher gesagt hast, also auch relativ, das waren ja jetzt nur absolute Zahlen, so relativ, wenn man das praktisch mit anderen deutschen Hochschulen vergleicht, ist die Uni Mannheim eigentlich immer da unter den Top 5 Plätzen gewesen, was halt so das Placement da angeht. Ne? Durch die Bank weg, teilweise Beste, teilweise Top 3 und teilweise dann auch Top 5. Ja. Wenn wir uns mal die Kosten anschauen oder was du fürs Studium an der Uni Mannheim ausgeben musst, da hast du wirklich im Vergleich zu anderen Top-Unis in der Dachregion den Vorteil, dass die Uni Mannheim da die kostengünstigste eigentlich ist. Also wenn man es mal vergleicht mit einer WAU, mit einer Frankfurt School, mit einer Uni St. Gallen, die auch vielleicht auf dem Niveau sind, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, bist du in Mannheim deutlich günstiger dabei. Du zahlst 200 Euro in etwa Semestergebühren. Also das ist ein Witz im Vergleich zu den 7.500, was du an den Privatunis zahlen würdest. Und auch die Lebenshaltungskosten. Mannheim ist jetzt keine Großstadt wie Frankfurt am Main, wie München, wie Berlin. Du zahlst für ein WG-Zimmer, die meisten aus unserem Coaching zahlen irgendwo zwischen 300 bis 400 Euro. Wohnen in Altbau-WGs, schön in Mannheim. Es gibt viele Ausgehmöglichkeiten, also Mannheim ist jetzt nicht vielleicht unbedingt die allerschönste Stadt, aber es gibt einige Studentenbars, irgendwie Schneckenhofparty etc. Donnerstagabends oder so, also da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten zum Ausgehen. Das ist dann meistens so, dass dann irgendwie die Wirtschaftsleute oder zumindest die Uni Mannheim-Leute da so ein bisschen unter sich sind. Das ist zum Beispiel in Frankfurt oder München ein bisschen anders, ja, wenn du da irgendwie in einen Club gehst, da hast du auch viele Leute, die irgendwie arbeitstätig sind oder sonst was machen. Ist in Mannheim nicht so, aber kostenmäßig kommst du da eigentlich ganz gut weg, zumindest für das reine Studium an der Uni Mannheim. Ja, genau. Und das halt also das auch zum besseren Ergebnis führt. Ne? Also wenn du das gleiche Budget irgendwie in Frankfurt verwendest, dann würdest du nichts finden und auch so, was den ganzen Alltag angeht und so weiter. Ist es dann deutlich preiswert, übrigens die Studiengebühren auch fast halb so hoch wie in anderen deutschen staatlichen Unis. Also das ist schon auch nochmal ein Punkt, der durchaus anders ist. Genau, wie kommt man an die Uni Mannheim? Die Uni Mannheim hat im Gegensatz zu eigentlich allen anderen deutschen staatlichen halt nicht einfach ein NC,
festgesetzt, aber man kann sich da schon relativ gut dran orientieren. Es ist ein Bewertungsverfahren, das heißt, gewisse Noten werden besonders stark bewertet. Das ist irgendwie so, dass wenn man ein Praktikum gemacht hat, dass man zusätzliche Punkte bekommt, wenn man irgendwie eine Ausbildung und so weiter und so fort. Findest du auch alles auf der Seite. Wir können dir aber so eine grobe Einschätzung geben, was du irgendwie mitbringen musst. Also mit einem 1,5er-Schnitt bist du in aller Regel, also im 1,5er-Abitur bist du in aller Regel auf jeden Fall drin. Wenn es praktisch darüber hinausgeht, dann hast du immer noch gute Chancen, wenn du in diesen jeweiligen Sachen, die halt zusätzlich bewertet werden, irgendwie ein paar Punkte noch mitnimmst. So ab 1,8 ist es eigentlich fast unmöglich, dann noch reinzukommen. Dann müsstest du schon echt sehr, sehr gut da drin sein. Und du hast natürlich auch immer auch da ein gewisses Losverfahren und so weiter, das ist ja auch gesetzlich vorgegeben. Das kann natürlich auch immer in deinem Vorteil sein, aber sonst ist es halt so, so eine grobe Orientierung, wo du für dich irgendwie anhand von deinem Abitur so ein bisschen das festlegen. Also 1,5 würde ich sagen, insbesondere dann, wenn Mathe sehr gut ist, wenn Englisch sehr gut ist, wenn vielleicht noch die fortgeführte Fremdsprache sehr gut ist. Ansonsten mit so 1,4, 1,3, da kannst du eigentlich dann nachts entspannt schlafen. Das sollte dann echt gut klappen. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Ja. Vielleicht Einschätzung zu den Karrierechancen, zu den Praktikumsmöglichkeiten an der Uni Mannheim. Also wir haben die Semesterzeit, das hatten wir am Anfang schon besprochen. Du hast einmal Ferien ab irgendwie Weihnachten bis Mitte Februar in etwa und dann hast du im Sommer sehr früh Schluss und das Semester geht dann los im September. Das heißt, was eigentlich jeder durch die Bank machen kann an der Uni Mannheim, ist ein Praktikum immer im Sommer zu machen. Und man sieht es sehr, sehr häufig, machen super viele von uns aus dem Coaching nach dem ersten Semester ein 10- bis 12-wöchiges Praktikum, teilweise vielleicht auch nur 8 Wochen. Ja. Das kriegen sehr viele unter. Sieht man auch viele Leute, die irgendwie bei der Uni Mannheim nach dem dritten Semester schon echt auf einem sehr, sehr hohen Niveau Praktika machen. Die haben dann nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten Semester Praktika gemacht. Das ist dann definitiv möglich. Meistens ist dann irgendwie so, dass das Auslandssemester vielleicht schon im August losgeht oder so. Da ist es dann ein bisschen zu kurzfristig. Das heißt, nachdem es auch verpflichtend ist, ist es dann meistens irgendwie so, okay, man macht dann ein Off-Cycle-Praktikum oder man macht halt ein Praktikum dann, wenn man aus dem Auslandssemester wieder zurück ist, so irgendwie Ende Dezember, Anfang Januar wieder dann für nach dem fünften Semester. Ja. Das heißt, nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem fünften Semester kannst du normalerweise Praktika machen. Das heißt, wenn man es voll packt, dann kann man an der Uni Mannheim 4 Praktika machen. Natürlich kannst du auch parallel zum Semester noch mehr Praktika machen, würde ich jetzt allerdings nicht von ausgehen. Weil da muss man auch im Gegensatz ehrlicherweise zu anderen deutschen staatlichen schon auch sagen, dass es dann akademisch auf Grundlage auch von dem Wettbewerb unter den Studierenden natürlich schon so ist, dass, weil das Ganze notentechnisch auch gecurved ist. Also das heißt, es ist abhängig, also du wirst immer relativ bewertet und du hast halt einfach eine sehr, sehr gute Quote, die zumindest abiturtechnisch irgendwie da sehr gut aufgestellt war. Dementsprechend ist es schon so, dass das akademisch mit Sicherheit ein bisschen anspruchsvoller ist und schwieriger als in anderen staatlichen Universitäten es zu schaffen, die gleichen Noten praktisch zu erzielen. Das haben wir dann auch manchmal gemerkt, dass gerade Personen, die sich da noch schwer tun, dass sie sich dann auch schwerer damit tun, irgendwie in diesem kürzeren Zeitraum ein Praktikum zu machen, was vielleicht der gleichen Person, die an die Goethe-Uni gehen würde oder an einer der anderen staatlichen Universitäten, vielleicht ein bisschen einfacher fallen würde, weil das akademische verhältnismäßig vermutlich einfacher zu erreichen ist, das gleiche Ergebnis mit geringem Aufwand. Das sollte dich jetzt auf gar keinen Fall per se davon abhalten, das in Erwägung zu ziehen oder sowas, aber du musst dann schon die nötige Kompetitivität mitbringen. Ich glaube, das hat jetzt noch gepasst, um da auch zu bestehen. Und was natürlich auch der Fall ist, du musst natürlich immer also in aller Regel wirst du auf jeden Fall umziehen müssen für Praktika, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, das ist immer organisatorisch ein bisschen größerer Aufwand, je nachdem kommt das natürlich auch wieder rein irgendwie in die Gebühren, die du irgendwie zusätzlich bezahlen musst, weil du das Zimmer in Mannheim vielleicht nicht untervermieten kannst, weil da auch sonst keiner in dem Zeitraum irgendwie großartig anzutreffen ist und so weiter und so fort. Und es ist natürlich immer ein bisschen organisatorischer Aufwand. Es ist aber per se kein Problem, also das schafft man eigentlich immer, damit haben die Leute kein Problem, aber man sollte es natürlich auch da berücksichtigen, was halt das Thema dann so Gebühren und so weiter angeht. Genau, also ich würde das BWL-Studium an der Uni Mannheim jedem empfehlen, der sagt, okay, ich kann es mir nicht leisten oder ich bin nicht dazu bereit, irgendwie Investitionen in eine Privatuni oder ein Studium im Ausland in Kauf zu nehmen, möchte aber trotzdem an einer absoluten Top-Uni studieren und ich traue es mir auch zu, mich gegen eine sehr, sehr gute Peer-Group durchzusetzen. Ja, weil wenn man unsicher ist, wenn man irgendwie in der Schule schon ab und zu das Gefühl hatte, man hinkt hinterher und man musste wirklich ultra viel buckeln, um ein sehr gutes Abitur zu schreiben, da würde ich doppelt mal überlegen, ob man Uni Mannheim geht, wenn dann wirklich von Anfang an da auch mit uns in die Zusammenarbeit zu gehen, dann ist halt wirklich wichtig, dass die Noten da stimmen, weil es gibt leider viele Leute, die mit einem 1,2er, 1,3er Abi an die Uni Mannheim gehen
Und von diesen Leuten gibt es leider dort viele, die dann halt dann einen Dreierschnitt haben oder einen schlechten Zweierschnitt. Und mit einem schlechten Zweierschnitt oder mit einem Dreierschnitt von der Uni Mannheim stehst du auf jeden Fall nicht besser da, als mit einem ordentlichen Einserschnitt von einer anderen guten staatlichen Uni, die du vielleicht dort bekommen hättest, weil einfach die Peer Group nicht so gut ist. Das heißt, wenn du dir zutraust, irgendwie Top 10, Top 15% an der Uni Mannheim zu sein, und das kann man übrigens an der Uni Mannheim auch sehr genau ablesen. Man weiß, man kann beim Prüfungsamt anfordern, dass man so eine Liste bekommt, wo man genau weiß, auf welcher Liste man gerade im Jahrgang steht. Das heißt, es ist schon auch vielleicht ein bisschen eine gewisse Ellbogenkultur vorhanden. Wenn man sich das zutraut, diesem Druck standzuhalten, dann ist die Uni Mannheim definitiv eine sehr, 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 sehr valide Option, wenn man hohe berufliche Ziele hat. Wenn man Angst hat, da irgendwie zu zerbrechen oder so, dann würde ich es mir auf jeden Fall nochmals doppelt überlegen. Alternativ vielleicht auch nochmal als Tipp, ich würde dir auch empfehlen, dir vielleicht mal das VWL-Studium anzuschauen. Wenn du dich für BWL an der Uni Mannheim interessierst, vielleicht ein zu schlechtes Abitur hast oder sonst aus anderen Gründen dort nicht reinkommst, die VWLer bei uns aus dem Coaching, die Interesse haben an der Karriere in Investmentbanking, Strategieberatung etc., bei denen läuft es eigentlich fast genauso gut wie bei den BWLern. Das heißt, man merkt irgendwie, oder wir merken von Seiten der Unternehmen, wird da jetzt nicht so ein großer Unterschied gemacht, ob die Leute jetzt an der Uni Mannheim BWL, VWL studieren. Du kannst genauso bei den ganzen Initiativen und so weiter mitmachen. Das heißt, das sollte auf jeden Fall auch nochmals eine valide Option für dich sein. Und ansonsten würde ich dir einfach empfehlen, schau dir gerne auch mal irgendwie Progress Stories an von Leuten, von uns, die an der Uni Mannheim studieren. Wir können dir da zum Beispiel zwei oben einblenden oder in die Videobeschreibung packen. Einmal mit dem Markus, war auch zum Master dann an der Uni Mannheim, macht jetzt Asset Management bei der DWS oder die Leonie beispielsweise, hat mit uns einige sehr gute Unternehmensberatungspraktika bekommen, die jetzt auch einen Doppelabschluss macht, Uni Mannheim und China. Oder gerne auch mal unseren Uni Mannheim Ambassador Tim kontaktieren, der studiert VWL, aber den findest du auf unserer Ambassador-Webseite verlinkt mit seinen Social-Media-Kanälen, da kannst du ihn gerne auch kontaktieren, falls du weitere Fragen hast zum Studium an der Uni Mannheim. Das heißt, der Tim ist auch schon lange bei uns im Coaching dabei, bei ihm läuft es auch sehr, sehr gut, schreibt auch sehr gute Noten, Stipendien, Praktika und so weiter, ihn gerne auch kontaktieren. Ja, und ansonsten würde ich vorschlagen, wenn du vorhast, an der Uni Mannheim zu studieren, Uni Mannheim ist unser, ich glaube, unsere Top- unter den Top 3 am meisten vertretensten Unis bei uns im Elite-Coaching macht es extrem viel Sinn für dich, bei uns dabei zu sein, wenn du die Ziele hast, Investmentbanking, Strategieberatung, Private Equity, damit du dich da durchsetzt gegenüber den anderen smarten Studenten an der Uni Mannheim, damit du dich durchsetzt gegenüber den Leuten von der WAU, von der HSG, von der EBS, von der FS, von der Goethe, von der LMU, TU München und so weiter und so fort, weil da hinten gibt es leider nicht so viele freie Plätze bei den Top-Banken, bei den Top-Unternehmensberatungen, wie es Studenten gibt. Das heißt, du musst dich durchsetzen. Das heißt, am besten unsere Empfehlung noch, bevor du das Studium beginnst, komm zu uns, lass uns das gemeinsam planen. Wir können auch mal gemeinsam besprechen, ob das für dich Sinn macht. Einfach mal auf unsere Website gehen, kurz Bewerbungsformular ausfüllen. Dann können wir dann einen Termin ausmachen für ein persönliches Kennenlernen. Können uns schauen, passt das zusammen? Können wir dich irgendwo unterstützen? Wenn wir merken, wir können dich unterstützen, dann machen wir einen Termin aus für eine Status-Quo-Analyse. Da geht es dann mal wirklich tief in dein Profil rein. Wir schauen uns wirklich an, was sind deine beruflichen Ziele? Wo möchtest du hinkommen? Wie ist dein Plan? Macht da die Uni Mannheim Sinn in diesem Gefüge, in diesem Ziel? Und wenn wir merken, okay, Uni Mannheim macht beispielsweise Sinn oder eine andere Uni macht Sinn und es macht auch für dich Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten, dann würden wir dir auch ein bisschen konkreter erklären, wie eine Zusammenarbeit mit uns ablaufen kann. Dann können wir schauen, ob wir da gemeinsam starten, ob du gemeinsam mit den ganzen anderen Leuten bei uns aus dem Coaching-Programm daran arbeitest, dass dir möglichst schnell der bestmögliche Berufseinstieg gelingt und du alles aus deinem Potenzial rausholst. Genau, das war's mit dem Video. Wir freuen uns wie immer über einen Daumen hoch und schreib uns gerne dein Feedback in die Kommentare. Falls es zu irgendeinem Punkt aus diesem Video hier eine Ergänzung gibt, weil sich vielleicht in Zukunft irgendwie was ändert am Studium an der Uni Mannheim oder wir vielleicht irgendeine Info gesagt haben, die inzwischen veraltet ist, dann werden wir es unten in den Kommentaren ergänzen. Das heißt, auf jeden Fall bitte auch mal unten in die Kommentare schauen, falls du dieses Video hier anschaust. Und genau, dann bis zum nächsten Mal.